Und willkommen zurück zur neuen Folge Assassin's Creed, Leute. Wir sind im schönen Agola angekommen und wir werden uns jetzt auch gleich mal auf die Suche nach diesem Kultisten machen, würde ich sagen. Aber zuerst würde ich eher sagen, dass wir uns den Aussichtspunkt holen, dass wir eine Schnellreise hier haben und dann schauen wir doch mal, ob wir den Kultisten heute erledigen können. So, ich mache mal das Bildmachgerät an und ich zeige euch nochmal auf der Karte, wo ich gerade bin. In den letzten Folgen haben wir hier Korinth eigentlich soweit abgeschlossen. Hier sind noch ein paar Fragezeichen. Das können wir uns auch nochmal holen bei Gelegenheit. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter. Laufen die Fragezeichen hier so ein bisschen ab und holen uns dann den Aussichtspunkt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Fragezeichen an. Und dann schauen wir doch mal. Das ist dort unten. Ist geil, wenn man hier runterspringen kann, ohne Schaden zu nehmen. Na? Irgendwo hier muss es sein. Das ist Hippokrates Klinik. Klinik. Verfolgen wir mal gleich die Quest, dann halt sie weg. Okay. Wir müssen halt aufpassen, dass sie uns hier nicht gleich metzeln. Das Blutorakel. Niemand darf mich entdecken. Wir haben jetzt hier aber auch keinen. Ein bisschen verstecken können. Anführer der Sippe töten. Okay, haben wir schon. Den Anführer. Quest abgeschlossen. Okay. Dann schauen wir doch mal gleich weiter. Hier war doch eine andere Quest noch. Hier ist eine Quest. Sprich mit Hippokrates. Okay, der ist nicht weit weg. Okay, oder was? Okay. Pass auf, du bedeutungsloser Wurm. Sag mir, wo er ist, oder bei Hera. Ich brenne diese Klinik mit dir darin nieder. Ich habe euch schon gesagt, was ich weiß. Ich verlange nicht viel. Hippokrates muss Demut zeigen, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Er muss vor den Göttern knien und erklären, dass er seine Fähigkeiten von ihnen hat. Aber das hilft den Kranken nicht. Es hält ihn doch nur von seiner Arbeit ab. Wenn Hippokrates meint, die soziale Ordnung stören zu können, um sich selbst zu einem Halbgott zu erheben. Nun, vielleicht werden sich die Götter höchstpersönlich rächen. Ich bin sicher, es gibt keinen Grund, so zu schreien. Wer bist du? Ich suche nach einem Mann namens Hippokrates.
Und noch eine verirrte Anhängerin des Größenwahnsinnigen. Sag deinem gottlosen Meister, wenn er sich nicht bald öffentlich entschuldigt, wird diese Priesterin der Hera eine Armee der Gläubigen versammeln und ihn zum Schweigen bringen. Aus dem Weg! Oh, allen Göttern sei Dank, sie ist weg. Ich dachte, dieses Mal bringt sie mich um. Worum geht es hier? Ich bin Sostratos. Krysis beschuldigt meinen Meister Hippokrates der Gottlosigkeit. Und, ist er gottlos? Er glaubt, dass Menschen sehr viel mehr für ihre Gesundheit tun können, als zu beten. Sie können sich sogar selbst heilen. Faszinierend. Kann ich mit ihm sprechen? Leider nicht. Er ist nicht da. Ich finde ihn. Wenn du dich auf den Weg zu ihm machst, kannst du vielleicht eine Kleinigkeit für mich erledigen? Nee. Kommt ganz drauf an, was? Ich möchte, dass du ihm ein paar seiner Utensilien bringst. Er ist überstürzt aufgebrochen und vergaß sie. Ich kann das für Hippokrates mitnehmen. Ehrlich? Ja, aber ich mache es nicht umsonst. Hier, nimm das. Vielleicht kann Hippokrates dir ja noch beibringen, dass man Menschen in Not hilft, wenn du mit ihm sprichst. Woran kann ich ihn denn erkennen? Suche südöstlich von Heras Wache, in der Nähe der Höhle des Pan. Er steht dort vor einer langen Schlange kranker Menschen. Du erkennst ihn an der kahlen Stelle. Aber sprich ihn bloß nicht darauf an. Ja? Kriege ich jetzt keine Quest, oder was? So viele Kranke. Kann ein Mann allein ihnen helfen? Schauen wir mal, die Quest hier drin ist. Verfolgen. 740 Schmiede. Sprich mit Hippokrates. Ah, da hinten ist der. Okay. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch erstmal den Aussichtspunkt. Na, geh auf. So, synchronisieren. Kleines Dörfchen. So, dann würde ich sagen, probieren wir mal, dass wir uns den Kultisten holen. Der läuft mir eh gerade den Weg. Und wenn wir das Kopfgeld bezahlen wird, sonst haben wir wieder ein ewiges Problem. Du wirst keinen mehr Leid zufügen können.
Sehr schön. So. Dann schauen wir doch mal ins Inventar. Wir haben schöne Schuhe bekommen. 24er Stiefel. Yeah. Attentatschaden. 3 Sekunden Vergiftungsdauer. Cool. So, okay. Dann müssten wir ja eigentlich nur noch einen Kultisten erledigen, oder? Wenn es mich nicht täuscht. Speerstufe 3. Wir haben Stufe 3 von 6. Sehen wir im Inventar, glaube ich. Mal 6, okay. Jo, ein Kultist noch, dann haben wir, können wir aufstufen. Sehr schön. Den werden wir auch noch kriegen. So, okay, dann machen wir hier gleich weiter. Die Fragezeichen alle klein ein bisschen abarbeiten. Fehlstab ausschalten, Schatz plündern. Gleich zum nächsten Fragezeichen. Okay, dann die Schätze. Ist hier noch was? Der Geräusch des Todes. Dein Leben gehört mir. Thank you.
Okay, du bist der nächste Schatz. Wir brauchen noch einen. Oh, scheint aber eine epische zu sein, oder? Nicht schlecht, Pilgerhandschuhe. Aber ich glaube, da habe ich schon was Besseres, oder? Da habe ich schon was Besseres. Also, das zeigt auf jeden Fall schlechter, ne? 25er. Hätte ich aber Attentatschaden drauf. Potion. Was haben wir da? 25 Attentatschaden. So, dann müssen wir auch in die letzte Kiste schauen. Bereit zu sterben? Ich hab sie! Ruhe im Puff. So, wo ist die letzte Kiste? Eine Kiste noch. Oh, da ist ein gelbes Fragezeichen. Da schauen wir auch gleich hoch dann. Aber ich brauche jetzt noch eine Kiste. Eine Kiste fehlt mir noch. Steht nicht, wo die mich anzeigt. Zeigt ihr mir die Kiste nicht an? Gibt's hier bloß zwei? Ist das ein Bug vielleicht? Schatz plündern. Schau nochmal rein, ob ich hier was übersehen habe, aber. Doch hier nochmal nichts übersehen, oder? Also Geld, okay. Hier oben ist aber auch nichts mehr. Okay, da hinten ist er. Passt eben, dann können wir gleich zu dem Fragezeichen hochgehen. So, das andere müsste hier irgendwo gewesen sein. Ich denke mal, dass es hier wieder einen Bossgegner gibt. Also einen tierischen.
Ich speichere mal. Ist besser, glaube ich. Und dann schauen wir mal, was der für ein Level hat. Das ist also die Bären, Callisto. Okay. Ich mach mal einen Pfeil. Der ist 37. Den brauchen wir uns noch nicht angucken. Den brauchen wir uns noch nicht angucken. Der macht uns platt. Er ist 11 Level über uns. Der werden wir keinen Schaden machen an dem. Den schauen wir uns später an. Gefängnisplünder und die Tafel finden Schatz plündern. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Hier mal Schatz. Und die Tafel, alles klar. Hätten wir noch einen Schatz? Aber da werde ich wahrscheinlich. Wahrscheinlich Aufsehen erregen. Ah ja, war ein Gefangener, okay. Okay, zwei Gefangenenbefreiung noch. Oh nee, oder? Da habe ich schon wieder das Problem. Aber ich kann nicht schnell speichern, ich drehe durch. Ja, schon mal das Problem, dass die sich irgendwie aufgehangen hat oder so. Du musst dieses Spiel komplett neu starten. Habt ihr gerade gesehen, wie das geruckelt hat? Wäre jetzt natürlich blöd, wenn es jetzt genau passiert, weil dann kann ich es nochmal machen. Zwei Gefangene noch. Da haben wir da unten was gesehen, da ist ein Käfig. Einmal, wir noch einen. Thank you.
Okidoki. So, jetzt müssen wir da hinten hin. Aber die Leute sind abgelenkt, die Kameraden. Okay, das müsste gewesen sein. Sehr schön. Gut. PlayStation läuft wieder. Riesengebiet wieder. Boah. Dann werden wir wieder ein paar Folgen brauchen, glaube ich. Ja, wie gesagt, ich mache die Folgen jetzt sowieso länger. Dein Leder. Altes Schlachtfeld. So, sehr schön. So gefällt mir das. Na komm her. Okay, haben wir noch einen. Gehen wir hier rein.
So, läuft, läuft. Schauen wir mal mit dem Schatz, welche hier auf dem Schiff versuchen. Ja. Ja. Sieht nicht so aus. Okay. Muss mal Icarus gucken. Wie findet der was? Eins. Ah, das ist wieder so ein blöder. Ich will mich verarschen. Ja, das ist ein bisschen krass, würde ich sagen. Shit. Muss aber noch hier irgendwo ein Schatz sein. Ist hier so weit hinten, oder was? Kann ich da hinten sein, oder? Ernsthaft? Da war ich doch schon. Hä? Alter Schwede. Sorry Leute, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay. App geschlossen. So. Dann holen wir uns doch noch den Hafen. Das ist hier oben. Ich hoffe es mal, wenn ich wieder falsch bin. Auf den Kron. Läuft. So, okay, jetzt haben wir hier, hätten wir jetzt alles freigeschaltet soweit. Hier haben wir einen Schiffsdock, okay. Boah, geht's da noch so weit runter? Gehe ich jetzt aber noch nicht runter, weil ich glaube nämlich, wenn wir dann hier hinten angekommen sind, müssen wir bestimmt irgendwas in dem Bereich dann noch erledigen. Deswegen würde ich sagen, holen wir uns dieses Fragezeichen noch und dann gehen wir mal in die Richtung. Zur Hauptstory, dass wir in der Hauptstory auch ein bisschen was machen. So. Die lassen uns in Ruhe hier.
Das war klar. Alpha-Tier legen. Schauen wir mal, was Alpha-Tier ist. Ja, da wahrscheinlich. Okay. Ja, warum kann ich den nicht anvisieren? Ich will den Fetten haben. Schluss hier. Ich will einfach nur die Kiste looten. Was ist denn hier? Ach so, Holz. Okay. Gucken wir noch auf die Karte. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal schnurstracks hier hoch. Mal gucken, was uns da auf dem Weg noch aufhält. Noch was zu snacken. Der Schatz. Da ist er. Na los, komm schon. Los, Plätze, gib Gas. Also ein bisschen Umweg läuft die der. Was macht denn die? Der soll da lang laufen. Angreifen verstehe ich nicht. Ich bin noch gar nichts getan.
einen schönen Grafikfehler. Alter, was ist hier los? Ella. Grafikfehler des Grauens, Leute. Schatzbinnen. Hosenschatz. Also, was wissen wir über die Krankheit dieses Mannes? Er leidet an übermäßigem Auswurf? Auf den ersten Blick stimmt das. Aber bedeutender ist, dass er an Vernachlässigung leidet. Wie das? Gutes Essen, warme Kleider, das hätte ihm schon geholfen. Aber weil die anderen Helfer davon ausgingen, dass sein Zustand eine Strafe der Götter sei, haben sie ihn vernachlässigt. Jemand, der mit Traditionen bricht. Du musst wohl Hippokrates sein. Ja, und ich bin beschäftigt. Es dauert nicht lange. Ich will dich nicht von deinen Patienten fernhalten und deinen Schülern. Beobachtung, Erfahrung und das Experimentieren sind essentiell für eine Behandlung. Das lernen meine Anhänger. Ich komme von deiner Klinik in Argos. Sostratos bat mich, dir das hier zu geben. Natürlich hatte ich etwas vergessen. Sostratos ist ein guter Arzt und der beste Schüler, den man sich wünschen kann. Hast du ihn um Bezahlung dafür gebeten? Natürlich. Ich bin eine Söldnerin. Gierig, aber immerhin ehrlich. Glow. Wie darf ich dich nennen, Söldnerin? Kassandra von Sparta. Was verschlägt dich hierher, Kassandra von Sparta? Hippokrates, ich brauche deine Hilfe. Man sagte mir, dass du einst meiner Mutter geholfen hast. Ich bin auf der Suche nach ihr. Wir sehen hier jede Menge Mütter. Sie kommen den ganzen Tag, damit Hippokrates sich die Kinder ansieht. Vielleicht können die Priester im Heiligtum des Asklepios dir helfen. Sie notieren akribisch, wer alles da war. Bitte, Hippokrates, ich bin weit gereist, um dich zu treffen. So wie der Kranke hier und die, die vor ihm kam und der vor ihr. Meine Patienten brauchen mich, doch meine Notizen zu den Krankheiten des Geistes wurden gestohlen. Hol sie zurück und ich werde dir helfen. Schnell, diesem Patienten bleibt nicht mehr viel Zeit. Es ist Zeit zu gehen. Ich werde mein Bestes geben. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Mehrere Quests angenommen. Jetzt will ich erstmal den Schatz snacken noch. Muss hier irgendwo sein. Kotzen hier alle rum, Mensch. Steckt mir ja nicht an. Wo ist denn der Schatz? Da unten. Höhle des Pan. Dann gehen wir da runter. Ich hoffe, das gehört auch dazu. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Das ist aber nicht das. Das ist aber nicht die Quest. Hier ist eine Höhle? Ah, da ist die Quest. Ja komm, dann machen wir hier erst fertig und dann gehen wir in die Höhle. Dann können wir uns ja gleich nebenbei noch den Punkt hier holen. Komm, ich geh jetzt mal Vollgas einfach da rein und metzle alles weg.
Komm her, alter Schlingel, du! Ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch den Aussichtspunkt und dann machen wir auch wieder einen Cut an der Stelle. Du müsst ja da oben sein. Jo, ist er. Ich geh da rauf, jetzt komm. Leute, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, Leute. Dann machen wir nämlich, könnten wir mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Wahrscheinlich Fragezeichen. Ja, in der nächsten Folge werden wir hier mal die Höhle angucken, die Fragezeichen. Und haben wir überhaupt hauptstorymäßig was zu tun? Ah, da hinten ist der komische Bär. Schauen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und natürlich würde ich mich freuen, ich habe ja noch viele andere Let's Plays auf meinem Kanal. Wenn ihr da ein bisschen reinschaut, würde ich mich auch sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Euer Andi.